plant poop. Oh. Hey, make sure you get behind your ears, Stinky. Scrub it up. Would you like to take a turn in that pile? Keep it up. Ooh, a threat. Guess that's as close to a thank you as I'm gonna get, huh? So, sind wir unter der Erde. Sind gerade, was ist eigentlich passiert, wenn man diese großen, dieses riesengroße, wie nennt man das denn, Unkraut da aus der Erde gerupft, nachdem es uns voll gespohrt hat. Und jetzt geht es hier, wir haben uns nicht besonders verbessert. Jetzt geht es nämlich hier durch irgendwelche Abwasserkanäle. Damn. Ja, holy damn. That collapsed building. We can use it to cross. That is a suicide march. Really? What's new? Aw, what a very tough guy answer. Oh, I just really want to impress you is all. Well, impress me by keeping up. Das ist sowas, das habe ich nicht ganz gecheckt. Er sagt damn oder irgendwas, weil wir waren ja gerade beim Damm. Noch etwas davor, ist das jetzt holy damn? Aber also, ja, was soll's. Vielleicht war es ein Wortspiel, vielleicht war es keins. We never know. Mal gucken, wie es geht. Ich habe ja schon wieder so ewig Pause gemacht, weil ich eben jemand bin, der so ewig Pause macht und sein Publikum damals gehörig langweilt. Und deshalb weiß ich jetzt schon gar nicht mehr, wie die Steuerung geht. Ray, ich weiß nicht, about what happened back there. Ja. I know you're struggling against the AI. Doing your best, buddy. Ich gehe hier oben lang. Ach, die gehe ich immer auch hier durch. Ist nicht egal. Aber es ist ein schöner Wasserfall, der sich hier auf ganz natürliche Weise durch ganz unnatürliche Zerstörung gebildet hat. Leftovers from Operation Anarchy. Really? Enlighten us. You remember General Serrano, of course. Ja, labert halt mal. Ja, dann kannst du jetzt weiter. Ah, guck mal, wenn ich jetzt Zeug kaufe, gibt es ja keinen. Charge ist eine geile Waffe, kann man machen. Dumbbell, bla bla bla. Der, was ist denn hier new? Upgrade, was? Unlock Charge. Was? On release, ball can be kicked and leashed to move it around and take out multiple targets. Aha. Aha. Achso, ne, wir kaufen jetzt noch ein paar Charges. Ein bisschen Ammo. Und dann ist das auch alles, dann haben wir das alles dabei, würde ich mal sagen. Serrano got the cleanup job down here. Ordered to wipe out the mutants and the gangs and leave the city intact. He decided to use the job to test some final echo candidates. I led a division down here a year back. Oh yeah, and your squad did a super top-notch job too. Spick and span, mission accomplished. We underestimated the situation. Only a few of us made it back. Operation Anarchy was a total failure. The skill shot readouts I'm seeing on the leash's hub. This is some kind of combat analysis bullshit. A lot of points to determine if a drop kit will allow you to resupply. The soldiers who excelled got resupplied. The others didn't. To make Darwin proud. Ja, schon interessant. Lass mal einfach die Jungs unten. Wer nicht gut gemacht hat, der kriegt halt keinen Dropkit, der kriegt halt keine Munition und der... Eigentlich sehr unökonomisch, muss ich mal sagen. Obwohl, so wie ich gerade auf die Dinger geschossen habe, hätte ich wahrscheinlich auch nichts... Wieso ist denn jetzt hier zu? Ja, komm, also... In einem Spiel, in dem es immer nur geradeaus geht, gibt es eigentlich... Weiß ich nicht, ob das jetzt echt nötig war. Es ist ja nicht so, dass ich jemals hier den Rückzug eingetreten hätte in diesem Spiel. Aber von mir aus. Was ist das hier? Brennt's oder was? Oder kommen die ganzen Partikel her? Aber mal Partikeleffekte. Okay, ich weiß, es ist eine Szene, ich brauche nicht drauf schießen. Das ist eigentlich. Boah! Das ist so. Das ist ja richtig 3D. Was geht denn da? Das wird geil 3D. Ich habe nämlich mal 3D-Monitor. Wow. Das ist 3D. Ohne. Das ist so ein bisschen wie beim Nintendo 3DS. Das ist so 3D ohne 3, dass man irgendwas für 3D hat eigentlich. Ursprünglich ist es mir aber aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, das ist so ein bisschen Portal. So am Anfang von Portal. Hm. Oder
Bioshock. Bioshock? Bioshock, ja. Nicht, dass ich es jetzt verwechsel mit dem Klassiker System Shock, aber Bioshock. Das ist auch so. Ich habe Bioshock nie gespielt, aber ich bin der Meinung, dass es irgendwie, wenn man das hier nur so sieht und die Waffe wegpackt, was nicht geht, könnte man sich überlegen, das ist vielleicht Bioshock. Ja, meine Leute sind hier lang. This is it. Schön, dass ihr so brav wartet. This is the only way down. Ja, geh weg. If you say so. Ja, geh weg. Es ist Zeit, Frauen, Kinder und ältere Leute zurückzulassen. Und wenn es soweit ist. Ist leider nichts weich, es ist harter, harter Stein. Ich muss erdbeben. No time to lose. Let's go. Ah. Das ist ja lustig, eine Uhr. Das ist auch irgendwie so Bioshock-mäßig. Schon geil. Schon geil. Wenn er schon steht, mach die Tür auf, mach ich halt die Tür auf. Ey! Keiner kommt über diese Hürde. Was ist denn da eigentlich aufgegangen? Aber nur die Tür, oder was? Naja. Hier wären Spikes gewesen. More of these clowns. Hallo, Clown. Mein Kumpel hat es leider nicht ganz in die Spikes geschafft, aber ich bin sicher, du packst es. Die Sache ist eigentlich, wenn ich mich hier so umschaue, ich brauche eigentlich gar keine Waffen. Und was hier so für schönes Zeug gibt, da. Dort. Das packt mich ja fast ein bisschen die Ehrgeiz. Wenn es nicht immer so pseudo gelenkt wäre, würde ich nicht. Aber ich muss mir einfach ein bisschen nicht so faul sein. Ich muss dann mal ein bisschen besser. Need him down. Wie jetzt der Overcharged Annihilator Blast. Nicht da hinten einfach sterben, du sollst in das. Sehr gut. Hallo, hallo, hallo. Na ja, wollt ihr mich verarschen? Jetzt habe ich das Ding aufgenommen, dachte ich, tu mir da was Gutes. Dann ist sie total nutzlos, weil ich eigentlich Tenderizer. Nice. Du nutzloses Stück Waffe, ey. Unglaublich. Da denkt man sich, das ist so geil. Nimmt man diese Waffe und jetzt macht man gleich alles platt und dann wird man nur aufgehalten. Auf dem Weg zum Tenderizer. Tenderizer ist übrigens irgendwas, weiß ich nicht. Ich habe einen Tenderizer. Ich mache gern Barbecue. Muss man zuerst sagen. Ich mache gern Barbecue. Das Wichtigste, was man als Mann sagen kann. Wenn man nicht sagt, dass man Barbecue macht, dann kann man. Ernst, welcher Mann mag kein Barbecue? Vegetarier vielleicht, aber selbst die klatschen noch manchmal Sachen auf dem Barbecue. Na, auf jeden Fall ist der Tenderizer, also der macht Fleisch zart, indem er so ein bisschen so, ne? Zack, zack, zack. Ich kann es jetzt nicht beschreiben. Auf jeden Fall macht er Fleisch zart. Ich habe die bisher immer am Leben gelassen, aber wenn die hier rumlaufen und sagen, wir empfehlen ihnen heute Abend Kannibalismus. Bisschen strange. Ich habe jetzt zwar hier diese Waffe weggenommen, aber das ist echt die Frage, ob ich die auch noch brauche. Aber es ist einfach so geil, diese Overcharge. Jetzt klemme ich hier nicht ein, nutzloser Penner. Ja, ja. Einfach diese Overcharge Annihilator Blast. So geil.
Ja. Ja, da tippt es nicht. Aber ich habe so das Gefühl, es ist echt nicht, eigentlich nicht das. Hat der, schießt der die Dinger eigentlich aus der Luft? Ich habe doch ganz genau gezielt, warum hieß das Ding jetzt Lucky Shot? Ich verbitte mir hier, dass irgendwelche Leute meine schönen, gekonnten, skillvollen Skillshots hier auf pures Glück reduzieren. Wie kommen wir denn da hin? Alles geplant. Hier, Jungs, hier seid ihr bestimmt. Das ist eigentlich fast ein bisschen schade. Ja, hier, guck mal, euch lohnt sich bestimmt. Ach so, Moment mal. Hier, mal schnell drüber. Siehst doch, ich kann. Wo bist du denn? So richtig zu stören scheint er die ja nicht, ne? Da auf und ab. Explodiert 32 Mal und dann. Da ist das schon wesentlich lustiger. Faster, harder! Es ist gut, dass ihr euch. Ich glaube, das liegt einfach an der Konsolero-mäßigen Umsetzung hier. Dass der einfach. Ja, du kümmerst dich um dich selbst. Ich weiß nicht, warum es den jetzt gerade hier so weggeflackt hat. Aber auf jeden Fall, es liegt ein bisschen an der konsolieromäßigen Umsetzung, glaube ich. Da ist ja immer so ein bisschen Auto-Aim und irgendwas. Das habe ich neulich, als ich Assassin's Creed gespielt habe, ist mir das auch so aufgefallen. Dass im Prinzip das alles, das ist zwar so Open-World-mäßig, aber im Prinzip ist das einfach nur so ein vorgescriptetes Ding am anderen, dass man jetzt eben alles machen kann, wenn du wohl auf und man merkt, dass man eigentlich von einem vorgesehenen Ding das nächste macht. Bei dir ist vorgesehen, dass du jetzt da runter machst. Gib mir doch nochmal den da. Oh, ich hab ihn geladen. Vielleicht kannst du trotzdem mal ein Stückchen da runter. Wie ist denn so mit dir eigentlich? Ich geh mal lieber weg. Jetzt passiert mir auch noch was. Ja, ich bin Einzug schmutzig machen. Ich muss das nächste Mal durchgeladen haben. Das geht ja so nicht. Ist da noch einer? Hallo. Ist noch einer mit? Ist eigentlich schön. Das ist so ein. Wie heißt das immer so schön? Fire and forget. Du schießt drauf und dann denkst du, ja, ihr kümmert euch mal. Das kümmert sich schon drum. Stimmt irgendwas ganz Geheimes. Ganz geheime Munition. Geheime Munition. Dafür. Na, immerhin für die allzweckmäßigste Allzweckwaffe. Warum hänge ich denn hier? Was ist denn da los? Ach ja. Ich höre ein Dropkit. Nicht, dass ich sie jemals gebraucht hätte. Ach, wir haben ja noch so viel Scheiß. Oh, wir könnten ein paar neue Balls kaufen. Die waren immer ganz lustig. Balls. Wie ist mit dir? Dich eigentlich mal overcharge? Wie ist denn das hier? Ich finde dich noch keinen Charge. Ich konnte auch keine kaufen, ne? Sauerei. Für diese schöne Knarre hier keine Overcharge. Nein. Das wird noch. Wow. Gut, dass ich hier gar nicht weitergehen konnte. Wer weiß, was sonst passiert wäre. Ja, und du schaust jetzt da einfach. Ja, die wusste schon, was kommt. We are not going to make it. We are not going to make it.
We are not going to make it. You are not going to make it. You are not going to make it, Vertigo. Warum fliegst du denn darüber? Jetzt ist es. Ey. Das ist ein bisschen absurd. Ja, was soll ich?